Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Die PayPal-Aktie hatte ein sehr schweres Jahr hinter sich und ist innerhalb von 18 Monaten mehr als 75% gefallen. Auch wenn der Absturz in gewisser Weise berechtigt war, sah es zwischenzeitlich so aus, als ob die Aktie wieder in einen Aufwärtstrend kommt und sich wieder einigermaßen erholen könnte. Dies hat sich aber nicht bestätigt und wir notieren aktuell wieder an der 70-Euro-Marke. Es scheint so, dass viele Investoren hier das Interesse verloren haben. Aber warum ich die Aktie so interessant finde und warum ich hier bald ein größeres Investment tätigen werde, erfahrt ihr in diesem Video. Nachdem vor allem das Umsatzwachstum in den Vorquartalszahlen etwas nachgelassen hatte, ging eben der Aktienkurs von PayPal auf Talfahrt. Der Grund für den Abverkauf ist eben das Umsatzwachstum gewesen, was aus der Perspektive des Marktes eine besonders wichtige Kennziffer für die Erfolgsmessung von PayPal war. Meiner Meinung nach schaut man hier aber selbst aktuell noch zu fokussiert auf das Umsatzwachstum. Es gibt nämlich noch viele andere Kennzahlen, auf die man auf jeden Fall auch schauen sollte. Natürlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen wächst. Gerade wenn wir kleine Startups haben, funktioniert das natürlich sehr gut oder eben auch bei Unternehmen, die digitale Güter herstellen. Diese lassen sich sehr einfach und schnell skalieren, wie es auch bei PayPal der Fall ist. Nur irgendwann kommt man möglicherweise an einen Punkt, wo die Skalierung eben nicht mehr so schnell geht wie am Anfang. Genau dies war eben bei PayPal der Fall und auch einer der Gründe für den starken Absturz. Hohe Erwartungen wurden nicht erfüllt und die Aktie wurde abverkauft. Haben wir zumindest in den letzten Jahren gerade bei den Tech-Aktien relativ häufig erleben können. Wenn man sich PayPal aber mal genauer anschaut, erkennt man, dass das Management im Jahr 2022 trotzdem relativ gute Arbeit geleistet hat, auch wenn der Markt das vielleicht ein wenig anders gesehen hat. PayPal konnte den Umsatz von 25,4 Milliarden auf 27,5 Milliarden Dollar steigern. Die Marge sank auf 21,3%, wenn der Free Cashflow auf 5,1 Milliarden Dollar gesteigert werden konnte. Durch die radikalen Zinssteigerungen wird das Kapital aktuell immer teurer und das Wachstum bremst logischerweise zusätzlich auch ab. An so einem Punkt ist es immer wichtig zu schauen, wo mögliches Potenzial für Kostensenkung im Unternehmen entsteht oder eben bei gewissen Prozessen vorzufinden ist. Genau dies hat PayPal auch gemacht und sogar auch erfolgreich. Das zeigen beispielsweise auch die neuesten Quartalszahlen. Hier konnte PayPal ein Umsatzwachstum von 8% im vierten Quartal 2022 vorweisen. Dies ist in meinen Augen nicht besonders stark, aber wir sehen weiterhin einen Anstieg und was tatsächlich sehr wichtig war, es konnten die Erwartungen übertroffen werden und hier sind die Total Operating Expenses wesentlich schwächer angestiegen. Genauso positiv finde ich die Entwicklung beim Free Cashflow. Nach den schwachen Quartalen sieht das schon wieder deutlich besser aus. Für die nächsten Quartale sollen die operativen Margen weiter bei rund 22 bis 24% liegen und laut Schätzung profitiert dann das Nettoergebnis bzw. die Nettomarge deutlich davon. Hier wären wir dann bei Raten von gut 11 bis 14% und der Blick auf die nächsten 3 Jahre zeigt, dass man beim Umsatz mit rund 7 bis 10% Wachstum und bei den Earnings mit 13 bis 18% jährlichem Wachstum rechnen kann. Mittlerweile kann man also sagen, dass sich PayPal zu einer Art Ertragsstory entwickelt hat, denn die Aktie wird jetzt mit einem KGV von rund 15 gehandelt. Das ist gerade für ein Tech-Unternehmen sehr niedrig. Wir dürfen auf der anderen Seite aber nicht vergessen, dass PayPal in den nächsten Jahren trotzdem weiter kontinuierlich gute Zahlen abliefern muss. Aber abgesehen davon finde ich, es ist schon eine sehr attraktive Bewertungszone, in der wir uns jetzt gerade befinden. Natürlich liegt der Gewinn unter dem Dreijahresdurchschnitt und auch die Umsätze wachsen langsamer. Aber wie gesagt, das sollte mittlerweile eingepreist sein. Und abseits der Zahlen erfolgt auch eine positive Entwicklung, denn man geht weitere Kooperationen ein, wie man das hier auch sehen kann. Man versucht auch im Ticketgeschäft, wie zum Beispiel bei Sportevents oder Konzerten, stärker einzusteigen. Aber auch das Später-Bezahlen-Programm kommt gut bei den Kunden an. Dies sind auch mit die Gründe, warum ich hier vielleicht eine relativ große Tranche in PayPal investieren werde. Mich würde am Ende noch interessieren, was ihr von der PayPal-Aktie haltet. Habt ihr sie schon im Depot oder würdet ihr auch jetzt hier einsteigen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über ein Abo und über ein Like würde ich mich wie immer sehr freuen. Erfolgreiches Investieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.